Günther für Kovacs, ehemals Blau für Rot. Günther Kovacs, Vizebürgermeister von Eisenstadt, holte sich zur Unterstützung für die Gemeinderatswahlen Wolfgang Rauter an Bord, der auch als Rücktrittskaiser bekannte ehemalige Politiker und jetzige Richter, bekleidete bis zu seinem Rücktritt die Funktion des Landesparteiobmanns der FPÖ. Danach folgte die Gründung der Liste Burgenland, bei der er ebenfalls als Obmann zurücktrat. Auch als er sich in Großhöflein zum Bürgermeister wählen ließ, folgte der Rücktritt. Diesmal unterstützt Rauter eben Günther Kovacs von der SPÖ, der er aber nicht beitreten will. Kovacs freut sich jedenfalls darüber, dass Dr. Wolfgang Rauter ihn und die SPÖ im Gemeinderatswahlkampf unterstützt. Wunderschönen guten Morgen, herzlichen Dank, dass doch einige Medien heute mit dabei sind. Heute für mich ein sehr persönlich auch ein sehr besonderer Tag. Es geht ja klarerweise schon um die Gemeinderatswahlen, um die Unterstützungen. Und wir haben vorige Woche Stadtparteitag gehabt in Eisenstadt, wo sehr viele Menschen, sehr viele Bürger von Eisenstadt mich unterstützen. Aber heute, wie gesagt, eine ganz besondere, persönlich auch für mich ein besonderer Moment. Dr. Wolfgang Rauter ist vor einiger Zeit an mich herangetreten, um mit mir über die anstehende Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderates zu diskutieren. Und in diesem für mich sehr erfreulichen Gespräch hat er mir angeboten, sich öffentlich für mich als neuen Bürgermeister von Eisenstadt auszusprechen. Dr. Wolfgang Rauter unterstützt mich persönlich wegen meines Eintretens für eine ausgewogene sozial orientierte Politik in der Stadt und weil er sieht, dass wir Sauberkeit in diese Stadtpolitik bringen. Vor allem aber auch deswegen, weil ich mit klaren Worten und Sachbeweisen gegen den ÖVP-Filz in Eisenstadt eintrete und auch aufzeige, wie hier auf Kosten der Menschen praktisch eine Freundelwirtschaft und diesen Freunden auch Geschäfte zugeschoben werden. Ein typischer Fall, den ich gleich skizzieren möchte, sind die Vorgänge rund um das Kinoprojekt, wo es bedenkliche Vorgänge gegeben hat. Ein Parteifreund von Steiner hat bereits 200.000 Euro zugesprochen bekommen, ohne dass das Projekt umgesetzt wurde. Dr. Wolfgang Rauter war selbst Bürgermeister und weiß sehr gut über diese Kommunalpolitik klarerweise Bescheid. Und aus dieser Sachkenntnis heraus unterstützte er mich bei der Kandidatur, weil er mir zutraut, diese Freundelwirtschaft in Eisenstadt ein Ende zu bereiten und endlich die Interessen der Stadt und ihrer Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. So wie ich sieht auch Dr. Rauter schwere Mängel und Fehler bei der Entwicklung unserer Stadt, Fehler, die eindeutig die ÖVP unter Bürgermeister Steiner zu verantworten haben. Und mit seiner Unterstützung für mich persönlich will Dr. Rauter dazu beitragen, dass ich endlich eine ordentliche und saubere Politik in das Rathaus einbringe. Mich freut dieser Schritt ganz besonders, dass der Dr. Rauter für mich eintritt, nicht nur, weil diese Unterstützung mir persönlich als Bürgermeisterkandidat gilt, sondern weil auch mein hervorragendes Team für den Gemeinderat damit die Bestätigung bekommt, dass wir die richtigen Ziele und die richtigen Projekte für Eisenstadt haben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt darf ich dich, Herr Dr. Rauter, lieber Wolfgang, bitten um deine Ausführungen. Ja, auch meinerseits ein herzliches Grüß Gott vorweg. Meine Wahlempfehlung gilt der Person Günther Kovacs, die ich sehr schätze. Meine Wahlempfehlung gilt einem Wechsel in der Stadt Eisenstadt, den ich für übernotwendig halte. Jetzt kann man fragen, wie kommt der Wolfgang Rauter dazu, hier eine Wahlempfehlung abzugeben? Woher bezieht er die Berechtigung dazu? Ich bin in Eisenstadt aufgewachsen, habe Zeit meines Lebens in Eisenstadt gearbeitet, habe hier mein persönliches Umfeld und daher glaube ich, dass ich sehr wohl das Recht habe und aus meiner Sicht sogar die Pflicht habe, mich hier zu Wort zu melden. Und es ist ja nicht eine kurzfristige Entscheidung, die ich hier getroffen habe, sondern eine schon längerfristige Entscheidung. Ich habe mich jahrelang über die Zustände in Eisenstadt geärgert. Es ist ein Skandal, in welchem Zustand viele Straßen in Eisenstadt sind. Den Günther Kovacs schon wiederholt darauf angesprochen und gesagt, du, das ist ein Wahnsinn, in welchem Zustand Eisenstadt an sich eine wunderschöne Stadt mit hervorragenden Voraussetzungen am Leitergebirge, Schlosspark, man könnte so viel machen aus der Stadt.
gesagt, das ist doch ein Wahnsinn, in welchem Zustand die Stadt ist. Und ich habe ihm auch gesagt, ich bin der Meinung, dass ein Wechsel notwendig wäre. Und ich bin der Meinung, dass es eher deutlich besser machen könnte als die ÖVP. Da kommt manchmal der Kommentar, naja, wer weiß, ob er es besser macht. Ich sage, die Chance geben. Es ist wichtig, dass er die Chance eingeräumt bekommt, zu beweisen, dass es besser geht. Und wir haben ja auf Landesebene auch den Beweis, dass ein Wechsel oft einmal was Positives ist. Wer hat geglaubt, dass eine rot-blaue Koalition im Burgenland gut funktioniert? Und aus meiner Sicht funktioniert sie deutlich besser als die rot-schwarze Koalition, die wir jahrzehntelang gehabt haben. Es könnte für mich auch ein Beispiel sein, dass man sagt, hier einen frischen Wind hineinzubringen in diese Stadt ist sicherlich etwas sehr Interessantes. Ich habe mit vielen Personen Gespräche geführt, wo dann gekommen ist, naja, wer weiß, ob der Günther Kovacs das besser macht. Dann habe ich gesagt, aber die Chance soll man ihm geben, weil die Schwarzen haben bewiesen, dass es nicht gut geht. Und wenn Sie hernehmen, andere Städte in der vergleichbaren Größe, die keine Landeshauptstädte sind, sind in einem wesentlich besseren Zustand in puncto Infrastruktur, als es in Eisenstadt der Fall ist. Es muss einmal in die Köpfe hineingehen der Menschen, dass es möglich ist, dass auch andere vernünftige und vernünftigere Politik machen, als es derzeit der Fall ist. Wenn man sich anschaut, wie Kleinunternehmungen in der Stadt Eisenstadt schikaniert werden, wo man das Gefühl hat, das Magistrat ist nicht dafür da, um denen zu helfen, sondern um die zu schikanieren, dann wundere ich mich, dass diese Personen aus dem kleinunternehmerischen Bereich hier die Schwarzen nicht schon lange abgewählt haben. Insgesamt glaube ich, dass oder bin ich überzeugt, dass der Günther Kovacs mit seinem Team, er hat ein gutes Team, hier in der Lage ist, Eisenstadt zu erneuern, einen frischen Wind hineinzubringen. Und ich glaube, dass Eisenstadt dieses Experiment durchaus eingehen sollte und dass es auch sehr gut und sehr positiv enden wird. Ja, herzlichen Dank. Dr. Rauter bedarf noch ergänzen. Für mich, wie gesagt, zu Beginn schon gesagt, ein besonderer Tag, eben weil ich dich, Wolfgang, sehr, sehr schätze. Du hast damals bewiesen, was auch nicht viele geglaubt haben, ist es möglich, eine große freie Bürgermeister zu werden. Du hast das geschafft. Für mich quasi auch in Eisenstadt vorbildlich, weil viele werden jetzt sagen, ja, kann er das schaffen, schafft er das? Und ich weiß aber heutigen Tag, das ist möglich, alles ist möglich, nichts ist fix. Und ab heute geht es los mit dank deiner Unterstützung. Wolfgang, herzlichen Dank nochmal. Ich hoffe, dass ich etwas beitrage. Dankeschön.